Ja, heute habe ich mich selber übertroffen. Kaum sind die Jungs am ersten Tag weg und ich bin alleine unterwegs. Riesenchaos. Bin ziemlich platt. Heute um 9:30 sowas losgefahren. Knappe 490 Kilometer. Bis Mittag ging es eigentlich noch ganz passabel über ein gutes Stück Autobahn ab Turin bis Pinerolo. Dann von der Autobahn runter und eigentlich bei wunderbarem Wetter, coole Strecke im Grenzgebiet entlang. Wenn ich mir die ganz zeige, ist das Tipo-Ebene, das wollte ich noch nachschauen. War auf jeden Fall recht cool und habe mich dann dazu hinreißen lassen, doch über ein paar Pässe nach Frankreich rüberzufahren, was sich im Nachhinein ja, als Fehler herausgestellt hat. Immerhin bin ich ja jetzt da, aber. Eigentlich wollte ich ja heute bis nach Nizza durchdüsen, hätten eigentlich auch nur irgendwie 450 Kilometer sein sollen. Aber dadurch, dass ich dann solche kleinen Pässe genommen habe, wovon dann die Hälfte gesperrt war und auf der anderen Hälfte hat es teilweise geschnimmt, hat es natürlich elendig lang gedauert. Ja, zu wenig Mittagessen und absolute Katastrophe. Super schöne Strecken sicherlich. Waren ja teilweise Pässe der Grand Alp mit dabei. Können wir schon vorstellen, dass das schön ist, aber halt nicht bei 3 Grad und Graupelschnee. Absolut verrückt. Der eine Pass war, glaube ich, der Alos oder so. 2300 Meter, sowas müsste der gehabt haben. Da hat es ungelogen geschnimmt. Also, es war zum Kotzen. Gott sei Dank hat die Guzzi, toi, 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 alles gut mitgemacht. Jetzt habe ich die letzte Stunde von diesem scheiß Pass runter nach einem Hotel gesucht, weil schon klar war, nach Nizza schaffe ich es halt sowieso nicht mehr. Bin ja komplett im Arsch und wollte eigentlich nur noch was essen und eine warme Dusche. Und habe mir hier einen Wolf gesucht, weil das natürlich lauter so kleine Skiorte sind, wo nichts mehr offen hat. Also. Absolut verrückt und jetzt habe ich hier in irgendeinem so kleinen Burgort Kolmars, genau, also nicht Kolmar, wie die Daunenjackenmarke, sondern Kolmars, nach langem Suchen irgendeine so Art Bistro gefunden mit Hotelzimmer dabei. Lassen Sie sich mit saftigen 80 Euro zahlen für eine bessere Absteigekammer. Natürlich kein Wort Englisch, also mit Händ und Fürst, Jungs, Mädel, 25, aber kein Wort Englisch. Jetzt habe ich gefragt, ob ich hier Happy Happy irgendwie kriegen kann. Ja. Offensichtlich macht die Küche erst in einer halben Stunde auf. Klar, kann man machen, halbe Achte. Dann bin ich gespannt, was ich kriege für mein Geld. Und Heizung geht auch nicht gescheit in der Bude, also völlige Katastrophe. Also, naja, das ist jetzt einmal ein Lebenszeichen. Für diejenigen, die heute schon an mich gedacht haben, es war klar, dass das eine knackige Etappe wird, aber das habe ich heute ordentlich verkackt. Bin direkt froh, dass keiner dabei war, die Jungs nicht. Denn das hätte ich mir nicht verziehen, da andere auf so eine Scheißetappe mitzunehmen. Oder zumindest die letzten 3 Stunden ab 3:30 oder was waren echt. Blödsinn. Und mit den ganzen gesperrten Pässen habe ich mich hinten und vorne nicht mehr auskennt. Also es ist wirklich so, das kristallisiert sich heraus. Für die großen Alpenpässe ist es einfach 4 bis 5 Wochen zu früh. Und dann sind manche offen, aber dann stehst du halt oben und dann erstens ist da nichts, zweitens schneit es. Und dann ist der Anschlusspass gesperrt. Und mit dem Ausschildern haben sie es auch nicht so, die Franzosen. Frankenstein. Also, mein lieber Mann. Naja. Jetzt werde ich mich mal frisch machen, den Schock verdauen, mir was zwischen die Kiemen hauen und morgen schaue ich, dass ich irgendwie zum Mittagessen in Nizza ankomme, dass ich mir das zumindest mittags einmal kurz anschauen kann. Und dann werde ich mir echt überlegen, wie schnell ich Richtung Spanien kommen kann. Offensichtlich hat es Frankreich nicht gut mit mir gemeint. Gutzi Mädel, heute ein turbulenter Tag. Ich hoffe, die Jungs sind gut heimgekommen, mit denen muss ich jetzt auch gleich mal schreiben. Das war's von mir. Adios, oder? Bonjour. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Ich habe ja Schuhe auch. Jeder sagt mir irgendwie Bonjour, Bonjour. Vogelwild.